Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir wollen morgen früh um 8 mit Gondor aus diesem Gefängnis hier ausbrechen, aus dem Straflager Ligate. Ja, und werden bis dahin nochmal eine Runde pennen. Let's make the most of our break, guys. Und dann mal gucken, wie gut das hier funktioniert, auch mit Schneier und Gondor, oder ob uns da noch böse Überraschungen erwarten. Das werden wir jetzt gleich sehen. Der Tag des Ausbruchs ist gekommen. Seid ihr bereit? Manana hat ganz viel gefaulenzt, damit Manana gleich ganz schnell laufen kann. Ja, mit ihrem kurzen Beinchen, da bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht lieber jemand tragen sollte. Gondor wird das Zeichen irgendwann nach Beginn der Arbeit im Freien geben. Bis es soweit ist, müssen wir unauffällig unsere Arbeit erledigen. Oh Mann, dann müssen wir ja noch einmal diesen tollen Morgenappell über uns ergehen lassen. Zumindest ist es jetzt das letzte Mal. Alle wachsam bleiben. Ja, wir müssen auf alles gefasst sein. Trefft alle die letzten Vorbereitungen, dann gehen wir zum Zentralbereich. The beds here are awful. I barely slept a wink. Your snoring could have fooled me. Okay, hier will offensichtlich jeder jetzt nochmal mit uns sprechen, bevor wir das hier verlassen. Ich werde wohl vor meiner Oma sterben. Echt herzzerreißend, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, das sollte niemand erfahren müssen. Aber ich habe mich als ein Mitglied der verlorenen City verschrieben, also werde ich auch meine Pflicht tun. Shania. Hoffen wir mal, dass alles nach Plan verläuft. Ich verlasse mich auf euch. Ja, ich hoffe, auf dich können wir uns auch verlassen. Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Wenn man so lange eingepfercht war, vergisst man langsam, wieso man überhaupt den Verlorenen beigetreten ist. Wieso bist du denn Soldat geworden? Nahm unseren geliebten Begründern nachzueifern natürlich. Ich hatte wirklich gehofft, dass ich mich auch mal an der Ouroboros-Prüfung versuchen darf. Ja, sorry. Das wird erstmal nichts mehr. Bald ist es soweit. Ihr und Gondor kommt hier schon raus. Dafür werde ich persönlich sorgen. Wir kehren alle zusammen in die City zurück. Ja, das wäre natürlich der Idealfall. Wenn ich wieder in der City bin, werde ich als allererstes in der Mishiba-Kantine was mampfen. Ja, klingt nach einem guten Plan. Die Gefangenen, die nicht entkommen, werden wahrscheinlich am Tag der Sonnenfinsternis exekutiert. Wenn nicht sogar schon vorher, wenn wir jetzt einen Fluchtversuch starten. Ihr müsst also sicherstellen, dass ihr und Gondor es rausschafft, okay? Deine Flucht ist ebenso wichtig. Ich weiß nicht, ob ich stark genug sein werde. Hoffen wir das mal. Ich dachte, es wäre mir bestimmt, an diesem Ort den Rest meines Lebens zu verbringen. Aber letztendlich bekomme ich doch noch die Chance, mein Leben im Kampf als Verlorener aufs Spiel zu setzen. Jetzt kommt es drauf an, ich werde euch mit allem, was ich habe, unterstützen. Für meine gefallenen Kameraden. Oh, guck mal, aber Dana will ausnahmsweise mal nicht mit uns sprechen. Ich wette, mit Gondor habt ihr eure liebe Mühe, hm? Unsere Herrin zu beschützen ist unsere heilige Pflicht, egal was passiert, das nenne ich mal Hingabe. Ja, wenn ich für die Sicherheit meiner Herrin mein Leben geben dürfte, wäre ich glücklich über diesen Tausch. Was für ein hervorragender Plan, unsere Herrin ist wirklich was Besonderes. Wir schaffen das, egal was uns bevorsteht. Ich wette... So, ich würde jetzt gerne mal... Gondor ansprechen. Bald ist es soweit. Ich hoffe, ihr habt den Plan intus. Ja, wir rennen und wir kämpfen und rennen. Das ist im Groben der Plan, oder? Selbstverständlich, deshalb sind wir ja hier. Gut, denn wenn ihr es vermasselt, mache ich euch persönlich einen Kopf kürzer. Ja, ich glaube, das musst du dann gar nicht mehr machen. Sieht aus, als würde das Manöver wie erwartet stattfinden. Es sind viel weniger Wachen hier als sonst. Ich freue mich schon, den Spieß mit diesen Großkotzen mal umzudrehen. Dann gucken wir mal, was hier jetzt passiert. So, nun zur Diensteinteilung für den heutigen Tag. Es werden schöne Sprossen und Gummischwäne gesammelt. Schwäne oder Schwämme? Ich habe es gar nicht so, ich hab's nicht so genau hingeguckt. Und noch eine Sonderaufgabe für die Zelle, die gestern den Lykos besiegt hat. Ihr werdet die Population der links vom Zugang zum Außenbereich wild gehaltenen Gariffen vermindern. Wir ganz allein. Nachdem die Gariffen ausgedünnt wurden, macht ihr mit den Eulen weiter. Danach folgt die Reinigung des Essenslagers. Sobald alles erledigt ist, macht ihr bei den regulären Diensten mit. Das wäre alles. An die Arbeit. Na toll. Meinen die das ernst? Das sollen wir alles allein erledigen? Tja, die wollen uns wohl auf die Probe stellen. Ach so, die wollen wohl auf die Probe stellen, was sie uns Musterknaben so alles auftischen können, bevor wir aufmucken. Nein, nein, nein. Gehen wir los. Jo.
Dritter Gefängnistag. Besiege die entsprechenden Gegner. Ruhige Gariffe, 3 Stück. Okay, gehen wir erstmal an die Arbeit, bis wir das Fluchtsignal vernehmen können. Check you out, someone see you. Ich meine nicht, dass wir nicht schon genug Gariffen umgehauen hätten. I'm not exactly fond of it either, but we can't afford to make the guards suspicious. It's Garaffas that we're supposed to be thinning out, right? Demon Slayer! Demon Slayer! Warum habe ich Aggro? Kann sich da mal jemand drum kümmern? Schon, ich mache nur Auto-Attacks, Jungs. Kann doch nicht wahr sein. Da liegt sie auf dem Boden. Und dreht sich in der Luft. Yes, Mom. Taking care of dumb jobs is what us model prisoners do. So, ich mache weiterhin nur Auto-Attacken. Na gut, zugegebenermaßen war schon ein Fusionsangriff dabei. Ich habe aber gerade echt üble Ton- und Tonaussetzer teilweise zwischenzeitlich drin. Vielleicht muss ich das Spiel auch mal neu starten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es am Spiel oder am PC liegt. So, nächste Gariffe. Ach komm, Gariffe, hör doch mal auf mir hier rumzukauen. Und wieder die Aggro. Okay, da haben wir schon. Die erste Aufgabe wäre erledigt. Kann ich langsam mal das Signal kommen? Ich hoffe, es ist nichts dazwischen gekommen. Bis sie das Signal geben, dürften wir keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Machen wir einfach mit unseren Aufgaben weiter. Och nö. Jetzt regnet es auch noch. Jetzt macht es wirklich keinen Spaß mehr, hier draußen rumzurennen. Was ist los, Miku? Mio. Miku, sag ich schon. Miku. Oha, da geht's ab. Ist das das Signal? That's us. Okay, guys. Take out the guards. Machen wir. Ah, yes. The illustrious plan. You're still whinging about that. Yes, I am. It's all so messy. You would say that. Hey, if it gets the job done, what's the problem? Assuming it works. It will. We're gonna make it work. Come on. Whatever you say. Whatever you say, treibender Techno-Beat, I like. Zumindest hier zur Unterstützung der Stimmung, ansonsten ist Techno-Musik nicht hundertprozentig meins. Also, der Ausbruch geht los, kämpfe dich durch die Wärter und begib dich zum Wachturm Nummer 1. Achso, das haben wir ja schon gemacht. Was soll ich sagen, generell bin ich alle offen, was alles an Musik angeht, aber trotzdem ist es nicht mein favorisiertes Musikgenre. So, wir müssen hier tatsächlich ein paar Wachen niedermetzeln. Ja, komm, dann machen wir das mal. 9 Stück. So, Nummer 1 und 2 sind so gut wie hinüber. Genau, da ist Nummer 2 hinüber. Nummer 3 hat auch nicht mehr viel. Das läuft doch wie am Schnürchen hier. So, damit ist der erste Agnus-Trupp hinüber. Und ich glaube, die wir besiegen müssen, sind tatsächlich nur hier. Dann machen wir hier mal weiter.
So, bam, Junge. Bam, Junge. Direkt umgemoscht mit zwei Schlägen. Einer Fusionsattacke und einer Spezialtechnik. Oder wie das Ding da rechts auch immer heißt. So, 6 von 9 erledigt. Wo sind die letzten drei? Da hinten. So, bewahren wir uns die nächste Fusion hier für den nächsten Gegner auf. Das wollte ich sagen. So, das war's. Triff dich mit Gondor bei Wachturm 1. Jo, den haben wir auch vorhin schon gesehen beim Essenssammeln quasi. Flöten? Oder was glitzert hier so rot? Ne, ich glaube, es ist einfach nur Hintergrundgrafik. Hintergrundgeglitzer. Korrekt. Hier ist sie quasi auch. Gondor! Ihr seid spät dran. Verfunkt. Das alles in der kurzen Zeit? Tja, ich war halt fleißig. Dann schnell auf zum Westtor, während meine Leute auf dem Putz hauen. Es scheint immer noch eine Menge Leute zu kämpfen. Ja, und sie haben noch nicht mal richtig angefangen. Dann eröffne ich mal den Hauptakt. Auf geht's, ihr Schwachmaten! Ja, sehr nett zu ihren Kumpels. Gondor hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Oh, ich wittere auch einen neuen Helden. Wo wir dann auch mal gucken müssen, was der in der Angriffskette macht. Besiege arknische Wachen. Okay, wir müssen nochmal 4 Subpacks ausschalten. Aber jetzt haben wir auch nur noch Gondor in der Gruppe, ne? Und unseren Helden nicht mehr. Ja, ich denke, sie wird auch noch zu einem Held werden. Also zu einem Held unserer Gruppe quasi. Ein Held ist sie ja vielleicht schon. So. Und da kommen die nächsten Truppen. Ihr habt es nicht anders gewollt und verdient, Leute. Ihr könnt auch einfach aufgeben, ne? Da habe ich auch keinen Stress mit. Weiß nicht, ob das bei euch innerhalb der Optionen liegt. Ich sehe nichts, wo bin ich? Oh shit. Das war nicht die Synchronisation gewesen. Naja, egal. Man sieht hier auch nichts vor lauter Kreisen, Effekten, Linien, Lebensbalken, Statusmeldungen, alles, was der Kampf halt hergibt. Synchronisiert und macht sie fertig. Also ich glaube, selbst synchronisieren lohnt sich hier nicht so richtig. Achso, sind auch diesmal, glaube ich, 4er-Packs, ne? Das heißt, es sind wieder 3 Packs, nur mit einem Gegner mehr und nicht einem Pack mehr. Was aber auch relativ egal ist irgendwo. So, 9 nehmen wohl. Ne, mit 9 können es nicht nur 4er... Ne, es waren, glaube ich, trotzdem 3er-Packs, oder? Naja, es ist auch irgendwie egal. You're a lifesaver.
Okay, und einer noch. Nein, ihr habt den aus dem Brand rausgeschubst. Erreiche das Westtor. Ah ja, da oben ist es. Ist schon frisch für uns markiert. Der Turm da raucht. Das sieht doch schon relativ vorteilhaft für uns aus. Sieht fast aus, ne, als wenn die Türme aus Holz bestehen würden und die ganze Festung hier. Aber die Argnusser sind sonst auch eher metallisch konstruktiv unterwegs, oder? Die nächste Wächtertruppe. Verstärkung? Ja, vier Männchen. Sollen sie doch. Die hauen wir jetzt auch noch weg und dann sind wir am Westtor. Okay, wenn das nichts Stärkeres ist als vier normale Männchen, dann wird dieser Kampf auch schnell vorüber sein. Aber okay, es sind Name. So, erstmal alle auf die Nicht-Elites, bitte. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 auch so gut wie der Sunny, bevor er hier großartig rumheilt. Und noch einer. So, und jetzt müsste nach meinem Verständnis auch nur noch der Elite übrig sein, ne? Genau. Und er steht im Brand. Die Musik geht ein bisschen krass ab, ne? Dafür, dass sie eigentlich gerade. Okay, es ist schon Action da, aber es ist jetzt noch nicht. Ist es nicht knapp oder so? Aber gut, wenn ich hier mit Level 20 hinkommen würde, dann wäre die Musik vielleicht passend. So, Reisepunkt entdeckt, Straflager-Liefereingang. Das heißt, wir dürften hier sogar zukünftig noch wieder hin zurückkehren, oder wie? That's the West Gate, right? Korrekt, gehe ich mal von aus. Senna, you're up. I'm on it. Lands? Right here. Well, shit! So much for us giving you backup. What a joke! Ja, mal gucken, was sich hinter dem Nebel noch verbirgt, oder? Mom! Hi. Oh, sind ja wirklich ein relativ großes Trüppchen hier, was hier gerade versucht rauszukommen. Und da landet der Möbius. Oder was? Oder wer? Oder irgendeine andere große Überraschung? Ich würde sagen, irgendwelche Agnus-Einheiten. Lefnisse oder was auch immer. That design. They're the castle guard. Die Schlosswache. Oha, die Elite-Kämpfer oder wie? An ambush. This ain't an accident. Means one of you bastards snitched. Ich habe ja so einen Verdacht, aber wir werden sehen. Fängt mit Sch an und hört mit Anaya auf. Shania? Da haben wir sie ja, ja. How could you? You bitch! You bitch! Der Akzent ist so geil. Bitch! What is it? Heart's pounding. Such foul-mouthed creatures. She was right to sell you out. Ach so, der Goldene. Muss natürlich auch wieder dabei sein. Sie sieht so ein bisschen aus wie Batman mit ihren Ohren. Oder Batwoman. Ja, das... We've seen him before. He's back. Sind wohl Noah und Mio, ne? She made a choice. Which will result
in one of the best outcomes one could have hoped for. I don't see how. Of course, it's quite unfavorable for your little band of heroes. You're throwing the levs at us? Bring it. Been wanting to smash something up? Not so fast, boy. Your luck, well and true, came to an end. On the day you chose to stand against M and N. Das war jetzt keine große Überraschung, ehrlich gesagt. So gut waren sie auch nicht verkleidet. Noah and Mio. But how? Those Mobius were Noah and Mio. What's going on? How is this? Who is this guy? It's not just that he looks like me, but he's Mobius. And then there's... Immerhin kämpfen sie auch auf dieser Seite zusammen und sind befreundet. The same face. Wer hat denn diese dreckige Lache? Achso, Shania. Shania. Now there's the look I wanted to see. The look of a woman buried under the weight of her misguided expectations. How could you, Shania? Why are you siding with them? You're with the city. The people here, they're your people. Weil Gondor so gemein zu mir war. My people. These pawns. People that rush towards an early grave without any consideration for the lives of others are no bloody kin of mine. Pace of... Ja, da ist sie natürlich bei den Möbius viel besser aufgehoben. Easy, my friend. The great Guernica was your granddad and your mediocre mother, the city elder. Oh, and let's not forget your Stella Ouroboros results. Of course you would have to ask that. You never did care about what I wanted. We're not the same at all. Sorry? You said that we were the same. But we're nothing like each other. You sure changed your tune. I'm seeing some newfound determination. You get a little pep talk from your friends, huh? Nobody gave me anything. It's because I'm part of the team. I'm only just starting to figure it out now. But I'm gonna change. Both me and this world. I won't let you. Das werden wir noch sehen. I'll never let that happen. If you stop us, everything's just going to stay the same. It won't stay the same! Shania! What's so natural about the life you want? A life you only get one shot at. At any point, someone could come along and tell you, okay, that's it, time to go. And who are you to say that life's worse? I know more than you. It's madness wanting a world like that. The best world for us is a world that at least gives us another go. Ja, für 10 Jahre. 10 Jahre kämpfen. Super. Super Ausblick. We fail. We try again. We might even do better next time round. Shania, enough now. We're made to fight, to kill each other, every single day, just hoping to see another dawn. Either way, we're still fighting for survival, aren't we? Am I crazy? Am I saying something strange? Because I don't think so. I genuinely don't. Twenty on the right. 20 on the left. Schaffen wir, kein Problem. Ten in the middle. Vor allem die beiden da. The Mobius too.
Petulia Bay? It's that way. Gondor. What? What are you... Head for the exfiltration point. Noah, wait. It's us they want to capture. I'm going to engage the Levnesses on the left-hand side. You can use that as a diversion. Shut the hell up! We'll make the diversion! You're too slow. Can't all make it out. However, a single unit should stand a chance. What are you guys gonna do? We fight, and worst case, we surrender. Let them hear us roar. Remember? Now, hold on! Now's the time. Gut, dass die Agnus uns hier einfach diskutieren lassen. Right, candidate? Noah. Damn you! You'll do great. I know it. Soll sie das nehmen, oder was? Ich glaube nicht, dass sie das tun wird. Hier wird jetzt irgendwas anderes passieren, oder? Mist. All right. We're breaking through. Distract them, however you can. Gotcha! Was geht hier ab, Leute? Aber mittlerweile finde ich es zumindest, habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt, zumindest von der Story und vom Pacing her wäre da richtig cool. Aber es hat am Anfang auch ein bisschen gedauert, bis es dazu gekommen ist. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo es mit uns hier weitergeht, wenn wir die Kämpfe hinter uns haben. Warum guckt ihr in unsere Richtung? Ich will von der Seite angreifen. So. Wir bräuchten mal irgendwie ein bisschen Heilung. Ja, wir kriegen einfach weiterhin keine Heilung. Ich weiß nicht, ob wir uns hier hinstellen sollten, ob wir hier mehr Heilung kriegen. Aber Heilung in dem Spiel finde ich irgendwie auch immer noch ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir gönnen uns auch mal die Synchronisierung. Hier geht gerade so ein Strahldingens ab. Da will ich mal irgendwie raus. So, die Frage ist, ob wir uns hier noch eine Angriffskette gönnen. Scheint mir aber auch nicht so richtig nötig zu sein, ehrlich gesagt. So, er breitet die Arme aus. Muss uns das stören? Hallo? Auto-Attacks und so? So, das haben wir auf jeden Fall nicht abgekriegt. Ich stelle mich mal wieder an die Seite für die nächsten Fliegen-Skills hier. So, die Strahlen kriegen wir dann auch nicht ab irgendwie. Er liegt. Und der ist auch gleich hinüber. Angriffskette nicht nötig. Yo, und da ist der Spaß auch schon vorbei. Den ersten Wächter haben wir erledigt. Eigentlich kriegen wir die anderen auch noch klein, würde ich sagen, oder? Vielleicht können wir doch noch alle entkommen. Es sieht doch gerade echt ganz gut für uns aus, oder? Naja, mal gucken, was hier mit dem goldenen Möbius und so passiert. Gondor!
Ratatatatang. Warum rennen wir nicht einfach hinterher? Es ist gefühlt überhaupt niemand mehr hier, oder? Klar, sie haben Gewehre. We'll handle this. Und sie macht ja einen auf Boxfighter. Quick. What? Yes, yeah, screw that. Now I'm supposed to leave you behind as well? The Ouroboros candidates are our future. Come now. You must move. But why? It's the prison food. Gone and developed a taste for it. And the beds are actually halfway decent. It's fine. Don't you worry about us. Okay, Leute. Ihr macht das. Hat ja fast schon was Laserschwertmäßiges. Eggy und Oggy. Wer ruft? Shania? Shania. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Merkt ihr das? Biatch. Ne, Beach, sagt sie ja, ne? Ja, du auch, Madame. Wie wir einfach eine Wache nach der anderen hier wegbrezeln. Mega Respekt, mega Angst vor den Teilen, aber sie fallen innerhalb von Minuten um. Von so ein paar Fußsoldaten erledigt. Thought we'd never make it. But this looks hopeful. I wonder. There's still a few left. Oh, yeah. And two Mobius. And all this without killing. Doubt we'll have such an easy time with these. Yeah, but we helped Gondor escape. Right. And that was priority number one. But other people all got left behind. This not huge mess. They'll be fine. Unlike us fugitives, they're useful assets. They can still surrender and be put to work again. Still, the more that can escape, the better. So, one last stand? Oh, yeah! Bring it! Wobei ich nicht verstehe, warum es so wichtig ist, dass Gondor entkommt und wie nicht wir mit dem Teil entkommen sollen, ne? What's so funny? This suits me just fine. You will make an adequate feast. Mobius will savor every one of you. Rest assured. Talking about us like we're food. Well, sorry, mate, but we bite back! Right. You'll be going hungry today. We fought so hard for this. We're not giving it up. Not ever! Ich finde das Spiel mittlerweile wieder so cool, Leute. Aber es hat so lange gedauert. You still intend to resist against these odds? Yeah. You think you Natürlich! We will. Yes. For us to move forward, we must. Very well. I will demonstrate beyond all doubt. There is no possible future for you in this world. Er hat auch die Waffe, ne? Von den Noppons, das sieben Wunderding oder wie das hieß. You want to? That's a surprise. I need to show them. Make them realize just how powerless they truly are. Just as we were once persuaded. Who are they? All right. Naja, das werden wir noch sehen, ne? Wer von uns hier harmlos ist und wer siegreich aus dieser Schlacht hervorgehen wird und wer nicht, täuscht dich da mal nicht, Madame. Madame M. Möbius Mio oder whatever. Ja. Jetzt einmal gegen sich selbst kämpfen, auch bestimmt eine sehr interessante Erfahrung. Was macht sie in Möbius-Form? Oder One-on-One, oder worum geht's hier jetzt?
Vielleicht sind das auch unsere inneren Dämonen oder so. Gegen die wir jetzt kämpfen müssen. I need to know. Go on. Why? Why do you look exactly like we do? Who are you people? Well now, if you can defeat us in combat, you'll see for yourselves the truth. Das wird auch endlich mal Zeit. The flames of war. I don't know that I can bear to hurt her. I can. She's Mobius. We have to win. Even if she does look like Mio. So then. Gloves off. Bin mal gespannt, ob das auch irgendwelche Konsequenzen für uns hat, ne, wenn wir unsere eigenen Spiegelbilder oder was auch immer hier umhauen. Okay, hier geht's los. Und hier machen wir definitiv mal ein kleines Päuschen und kämpfen hier beim nächsten Mal weiter, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.